Notruf in der Ruhrpottwache. Eine junge Frau versucht angeblich ein Fahrzeug zu stehlen. Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissarin Katja Wolf treffen die vermeintliche Autodiebin noch vor Ort an. Was machen Sie denn da? Hallo, hallo. Sie müssen der Frau helfen. Was machen Sie denn da? Ich hab schon am Auto gerüttelt, aber irgendwie, sie kommt nicht zu sich. Machst du mal die Bitte Tür Bitte helfen Sie hier. Kadi. Passt auf. Ja. Hallo? Sie haben das Ganze jetzt durch Zufall beobachtet? Ja, oder? Ich bin gerade vom Einkaufen gekommen und ich habe die ganze haben Zeit Haben Sie denn schon mal irgendwie einen Rettungswagen oder Polizei? Ich habe leider mein Handy zu Hause vergessen. Ich hatte Passanten angesprochen, aber die haben mich für bescheuert. Nötigen wir dringend auf dem Parkplatz am Einkaufscenter einen RTW. Haben Sie einen Ausweis dabei? Im Fahrzeug vorgefunden, nicht mehr ansprechbar. Verstanden, RTW rollt. Die Polizisten vermuten, dass die Frau im aufgeheizten Auto dehydriert sein könnte. Der Wagen stand in der prallen Mittagssonne und war zudem mit einer Kindersicherung verschlossen. Frau Mehnert ist das. Frau Mehnert. Mehnert. Frau Mehnert, hören Sie mich? Hallo. Hier ist die Polizei. Wir haben Sie gerade aus dem Wagen geholt. Hallo. RTW ist auch da. Nachdem ich die Frau dann aus dem Fahrzeug geborgen habe und die Rettung dann rechtzeitig kam, haben wir versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, was absolut unmöglich war. Sie konnte sich an nichts erinnern. Sie wusste noch nicht mal, wer sie ist, ob sie das Auto jemals vorher gesehen hat. Sie wusste nicht, wem das Auto gehört. Also die Aussagen von ihr waren nicht verwertbar. Sie sagte, sie hätte Medikamente eingenommen und halt wenig getrunken und so weiter. Egon von 1326. Durch eine Halterabfrage ermittelt Paul Schwarz den Besitzer des Wagens. Die Befragung des Eigentümers soll klären, wie die Frau ins Auto kam. Ja, verstanden. Also ist das die Mutter von dem Fahrzeughalter? Korrekt. Die Person hat keinen Führerschein. Ja gut, im Moment, sie saß auf der Beifahrerseite. Das ist jetzt zwar für uns erstmal interessant, aber nicht relevant. Okay, danke. Da die junge Frau keine sachdienlichen Hinweise liefern kann, wird sie entlassen. Für die Beamten ist rätselhaft, warum die Geschädigte angibt, das Fahrzeug nicht zu kennen. Denn der Wagen gehört ihrem Sohn. Ich habe die Nummer von der Leitstelle von ihrem Sohn gekriegt. Ich rufe den mal an, das ist seine Kiste, ne? Paul Schwarz erreicht nur die Mailbox des Sohnes. Darauf verkündet der Mann, dass er beruflich verreist ist. Die Beamten inspizieren den Wagen, um Hinweise zu finden, warum die Frau im Auto eingesperrt war. Was ist das? Das ist ein Nagelstudio Duisburg City. Ja gut, Nagelstudio ist ja jetzt erstmal... Falls Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, geben Sie uns nicht, bitte Bescheid. Ich glaube nicht, dass Ihr Sohn dahin geht, oder? Wir haben in dem Fahrzeug einen Terminzettel gefunden von einem Nagelstudio hier in Duisburg. Da war auch eine Rufnummer hinterlegt. Der Termin war jetzt auch zeitlich recht aktuell. Von daher, dadurch, dass wir jetzt hier vor Ort nicht wirklich verwertbare Informationen bekommen konnten, haben wir das einfach mal auf den Versuch ankommen lassen, haben da angerufen. Die Dame am Telefon war auch bereit, mir Auskunft zu geben. Sie sagte allerdings, dass eine Frau Mehnert keinen Termin hat, sondern dass es da wohl um eine Frau Graf geht, die den Termin hat. Für uns jetzt natürlich erstmal dann wichtig herauszufinden, wie der Terminzettel von Frau Graf in dieses Auto kommt, wo die Frau Mehnert drin sitzt. Also da war jetzt eine Frau Graf beim Termin. Ja. Die kennt aber die Frau Mehnert. Die kennen sich? Die kennen sich. Und wie macht der Zettel von der Graf? Ich weiß es nicht, die kommt jetzt hier hin. Von der Mehnert? Die kommt jetzt hier hin. Laut der Sanitäter war die Frau wegen der Hitze benommen und bewusstlos. Die Verletzte gibt vor, sich an nichts zu erinnern. Doch die Beamten bleiben hartnäckig. An was können Sie sich denn noch erinnern, bis Sie jetzt da saßen? Was ist denn passiert, so wie Sie sich erinnern können? Ich wollte einkaufen fahren und dann, ja, und dann bin ich da wach geworden. Warum wollen Sie uns denn nicht erzählen, mit wem Sie einkaufen gefahren sind? Ich weiß doch gar nicht, wie ich in das Auto gekommen bin. Katja Wolf vermutet, dass die Geschädigte sie bewusst anschwindelt. Fraglich ist allerdings, warum. Die Durchsuchung des Autos bringt weitere Hinweise auf Ungereimtheiten in der Geschichte der älteren Dame. Sie werden Oma. Gut, das ist ja grundsätzlich eine schöne Sache, ne? Ja. Jetzt steht aber hier auf dem Ultraschall, dass dieser Ultraschall bei der Frau Graf gemacht wurde. Gerade haben Sie gesagt, Sie kennen Frau Graf nicht. Frau Mehnert, wir wollen Ihnen nichts Böses. Wir wollen nur wissen, was hier passiert ist und warum Sie hier bewusstlos im Auto sitzen am helllichten Tag. Ja, ja, wenn mein Sohn dahinter kommt, dass wir mit seinem Auto unterwegs sind, er möchte das eigentlich gar nicht. Also waren Sie mit der Frau Graf unterwegs? Ja. Die Kommissare spüren, dass die ältere Dame etwas bedrückt. Erst als die zukünftige Schwiegertochter auftaucht, ahnen sie, dass hier das Problem liegt. Na, kommen Sie mal bitte her. Sie kennen die Dame, ja? Genau, ja. Woher kennen Sie sich? Das ist meine zukünftige Schwiegermama. Ja, gut. Sie sind den Wagen gefahren? Ich bin ihn nicht gefahren, nee.
Wissen Sie, wer den Wagen gefahren ist? Nee, also mein Verlobter, der ist auf der Fortbildung. Ich war jetzt beim Termin. Also der Björn ist Ihr Verlobter, genau. Ja? So, und dem gehört auch dieser Wagen. Ja, wer, also ich bin nicht gefahren. Könnte den ich denke, Wagen denn noch gefahren sein? Das kann die Gisela sein? Auch bezeugen, oder? Natürlich bist du gefahren. Und du hast gesagt, du gehst nur ein paar Sachen besorgen und Gisela, bist gleich wieder da. Und dann machst du das Auto hier einfach zu. Und also ich wäre fast drin gestorben. Die verunfallte Person zickte ihre quasi Schwiegertochter an, warum sie sie im Auto eingeschlossen hätte, wo sie so lange geblieben wäre. Und die Frau Graf machte dann erstmal ihr Vorwürfe, dass sie doch schon halb neben der Spur laufen würde und dass sie kurz vor der Einweisung stehen würde ins Altersheim. Also es war sehr ein großes Durcheinander und die Kollegin hatte echt Mühe, die beiden dann doch so weit runterzufahren, dass wir die Sache weiter zu Ende bringen konnten. Darf ich mal so. Zur Aufhellung mal hier mal was vorlesen? Ich habe hier gerade ein Handy doch gefunden mit einem, ja. Mit einer Mail drin. Das scheint von Ihnen gekommen zu sein. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen nur, lassen. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt auf alles soll. Habe ich mich darauf eingelassen, ein Kind zu bekommen. Ich kann das Baby aber auch abtreiben. Ja, und damit erpresst sie mich schon seit Wochen. Gisela, was soll das denn jetzt? Was ist das? Sind Sie schwanger? Ich bin schwanger, ja. Dann ist auch dieser Ultraschall ist von Ihnen, ja? Ich bin in der 16. Woche, ja. Als ich die Frau hier zur Rede gestellt habe, was sie zu diesem Namen sagt, weil das sieht so aus, als wäre das eben reinkopiert worden, da hat sie mir, ja, wie man sieht, das Bild aus den Händen gerissen. Also sie wollte auf gar keinen Fall, dass wir da irgendwie weiter spekulieren oder uns das genauer angucken. Sie hat mir das aus den Händen gerissen und ja, gut, aber ich konnte es mir noch trotzdem in Ruhe angucken, nur die Reaktion war natürlich hier etwas unglücklich. So, jetzt lassen Sie Ihre Finger bei sich, sonst kriegen Sie die Handschellen an, okay? Verstanden? Oder täuscht du das nur? Haben Sie mich verstanden? Ja, das habe ich verstanden und ich möchte doch jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Das ist super. Mir zu blöd, dass ich hier irgendwas unterstellt bekomme. Ja gut, tüftel mal zusammen. Uns ist sowas schon lange zu blöd. Ja. Katja Wolf und Paul Schwarz bezweifeln, dass die junge Frau ein Kind bekommt. Bevor sie ihr unkooperatives Verhalten hinterfragen können, erscheint der Sohn der Geschädigten am Einsatzort. Ich war gerade überraschend, also ich war gerade beim Vaterschaftsvorbereitungskurs, das sollte eine Überraschung sein. Was ist denn hier eigentlich? Ja, ich habe vieles schon... Wofür du da hingehst? Die ist überhaupt nicht schwanger, die lügt uns einfach nur an. Was? Quatsch, nein, du bist... Natürlich, die hat mich hier im Auto eingesperrt. Sie hat mir doch den Schwangerschaftstest gezeigt. Ist alles gut, ich habe jetzt den... Naja, aber das Ultraschall ist auch gefälscht, die ist gar nicht schwanger. Stopp. Lies dir mal die SMS vor, die Erpressung. Das mich schon seit Wochen. Herr Mehnert, ja. Lesen Sie es mal bitte kurz durch. Okay. Das ist auf dem Handy Ihrer Mutter gerade gelandet. Du darfst davon nichts glauben. Moment. Natürlich. Und daraufhin mache ich ja alles, was das sie ist will. Ja wohl der Hammer. Ich fahre ihr Geld, ich fahre mit ihr einkaufen. Hast du ein totales Missverständnis? Wie kann das ein Missverständnis sein? Das ist eine SMS nicht. von dir gesendet. Ich mache mal eine Abfrage beim Egon über die Frau Graf. Die Vermutung der Beamten. Die angeblich Schwangere hat ihre Schwiegermutter aus reiner Niedertracht im Wagen eingesperrt. Und ihr Plan war noch perfider, wie Dokumente beweisen. Zeig mir! Ich bin schwanger! So, können wir jetzt mal aufhören hier mit dem Theater, ja? Ich möchte gerne den Schwangerschafts... Frau Graf, Sie zeigen mir das jetzt einmal her. Was ist das? Was ist das für ein Zettel? Als es hier zu der Rangelei kam zwischen der Frau Graf und ihrem Lebensgefährten, da ist also der Inhalt von der Tasche hier rausgefallen. Und ja, dabei ist auch dieses psychiatrische Gutachten dann rausgefallen. Das haben wir uns natürlich angeschaut. Und so wie das hier aussieht, so wie das den Eindruck macht, ist es wohl so, dass die Frau Graf also mit ihrer Schwiegermutter in Spee hier einige unschöne Sachen geplant hat, um sich selber irgendwie zu bereichern oder welches Motiv auch immer davor liegt. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, das Ziel der Frau Graf ist hier erstmal ihre Schwiegermutter in Spee in der Psychiatrie oder im Altenheim unterzubringen. Egon 1326 für Egon. Hört. Gegen die Frau Katja Graf läuft ein Prozess wegen einer Scheinehe, die sie eingegangen ist. Ja, verstanden. Egon hat mit. Herr Mehnert. Herr Mehnert, das ist Schluss. Ich möchte nicht reden. Das ist. Nee. Haben Sie hier versucht, jetzt Ihr nächstes Ding durchzuziehen? Ich habe Ihnen ja gesagt, ich möchte dazu nicht reden. Nee, müssen Sie auch im Moment nicht. Ich lasse mir nichts unterstellen. Und unterstellen? Das war jetzt eindeutig. Es läuft gegen Sie ein Verfahren. Wegen Heiratsschwindel. Ich möchte dazu einfach nichts mehr sagen. So, also so wie ich das Ganze jetzt hier verstanden habe, versuchen Sie irgendwie Ihre Schwiegermutter in Spee loszuwerden. Ja, und sich da einzunisten. Ob das jetzt hier ein richtiges Gutachten ich weiß nicht, ist, keine was Ahnung. Sie hier für Dinger dreht. Aber die Nummer ich mit der nichts SMS, zu mit der Schwangerschaft, mit dem Ding. Sie drehen immer die ganze Zeit durch, wenn ich irgendwie versuche hier. Ja, aber das ist nicht von mir und... Und wie ist das in Ihre Handtasche gekommen? Ja, ich möchte dazu einfach nichts mehr sagen. Grundsätzlich finde ich das schofelig oder noch mehr, schon fast perfide, dass Sie mit einem getürkten Gutachten
ihre Schwiegermutter, ihre quasi Schwiegermutter in ein Altenheim verfrachten wollte, um freie Bahn zu haben mit ihrem Schwiegersohn und dem nicht geborenen Kind. Straftaten in dem Falle kämen auf die Frau einmal Vorschwiegung mit falscher Tatsachen. Sie war weder schwanger, hat sich damit einen Vorteil erschafft. Weiterhin hat sie sich dieses Papier wie auch immer besorgt. Er hat eine Urkundenfälschung begangen, obwohl noch keine rechtsgültige Unterschrift drunter war. Aber das ist ja wesentlich einfach der Verdacht und die Absicht war da. Weiterhin andere Sachen müssen wir nachher auf der Dienststelle erstmal ermitteln und auch uns die Altakte kommen lassen, wo sie ja schon das Verfahren laufen hat. Frau Mehnert, fühlen Sie sich denn jetzt in der Lage mitzukommen oder wollen Sie lieber mit dem RTW ins Krankenhaus fahren? Ich möchte Sie auch gerne mitnehmen. Also darf ich? Wenn es heute nichts wird, kann sie ja morgen oder übermorgen auf die Wache. Die Kollegen vom RTW haben ja grünes Licht gegeben. Ja. Und dann fällt man auf sowas rein. Sie kommen zur Wache dann. Wir brauchen dringend Ihre Auskünfte, da müssen wir erstmal nachschauen. Ja, danke. Dann nehmen Sie bitte noch Ihre Handtasche mit, ja? Vielen Dank. Die junge Frau hat die Schwangerschaft vorgetäuscht, weil sie ihren Lebensgefährten finanziell ausnehmen wollte. Sie kann eine Haftstrafe erwarten. Die Schwiegermutter hatte aus Angst vor ihr und einer möglichen Abtreibung des vermeintlichen Babys gelogen.